Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch mal kein süßes Rezept. Heute gibt es ein richtig leckeres chinesisches Rezept von mir. Und zwar zeige ich euch, wie man Hähnchen süß-sauer zubereitet. Das ist ein Blitzrezept. Wenn ihr wissen wollt, wie dieses geht, dann solltet ihr jetzt unbedingt dranbleiben. Ich komme jetzt zu den Zutaten. Und hier seht ihr die leckeren Zutaten, welche wir für unser leckeres süß-sauer Hähnchen-Express benötigen. Ich habe mir wie immer alles vorbereitet, um das Video nicht allzu lang zu halten. Und zwar habe ich hier ca. 600 Gramm Hähnchenbrust. Diese habe ich bereits gewaschen und gewürfelt. Außerdem 2 Esslöffel Sesam, 2 Esslöffel Sojasauce. Außerdem habe ich vorbereitet den Saft einer Bio-Orange. Diesen habe ich gerade ausgepresst. Wir brauchen 2 Esslöffel Speisestärke. Einen Bund frische Frühlingszwiebeln. An Gewürzen nehme ich den Abrieb einer Bio-Orange, Salz und Pfeffer, 3 Esslöffel Süß-Sauersoße aus dem chinesischen Laden, 3 Esslöffel Öl, neutrales Öl. Außerdem habe ich hier etwas Ingwer und 2 Knoblauchzehen. Diese habe ich fein gerieben und in das kleine Schälchen hineingegeben. Des Weiteren brauchen wir etwas Honig. Das ist hier Wabenhonig, der ist frisch. Deshalb sieht er so stückig aus. Kann ich euch mal zeigen. So sieht Wabenhonig aus. Davon brauchen wir dann 2 Esslöffel. Als Alternative kann man natürlich auch normalen Honig verwenden. Das ist euch überlassen. Nun beginne ich damit, dass ich mir die Speisestärke nehme und diese zu der Hähnchenbrust hinzufüge. Und dann alles schön vermische, bis alle Seiten gut verdeckt sind. So sieht das jetzt aus. Und dazu kann jetzt auch schon direkt Salz und Pfeffer. Ich verwende hier übrigens Meersalz. Deswegen ist das bei mir so körnig. Und das stelle ich jetzt an die Seite und nehme mir den Sesam und werde diesen ohne Fett in einer beschichteten Pfanne anrösten. Bleibt bitte unbedingt dabei, damit das nicht verbrennt. Das geht hier nämlich ruckzuck. Sobald das hier Farbe annimmt, nehme ich das auch schon direkt aus der Pfanne. Und immer ständig rühren. Dann wird alles gleichmäßig goldbraun. Sobald das jetzt nach 2 bis 3 Minuten etwas Farbe annimmt, nehme ich das auch schon direkt aus dem Topf. Mir reicht der Bräunungsgrad. Nun gebe ich das alles in eine Schüssel und stelle das zur Seite. Die Pfanne werde ich nicht ausspülen. Diese werde ich weiterverwenden für die Hähnchenbrust. So sieht das jetzt aus. Ich gebe die 3 Esslöffel Öl in die Pfanne. Die Pfanne ist noch heiß. Dazu gebe ich jetzt einfach direkt die Hähnchenbrust, die ich zuvor vorbereitet hatte. Nun wird alles von allen Seiten für 5 bis 6 Minuten scharf angebraten. Nun werden alle anderen restlichen Zutaten in eine Schüssel gegeben und wir bereiten die Soße vor. Sojasauce, Orangensaft, Honig. Die Hähnchenbrust brät auf allen Seiten in der Zwischenzeit schön gleichmäßig durch. Ich habe den Herd auf mittlere Stufe gestellt. Jetzt füge ich noch die Orangenschale hinzu, außerdem Ingwer und Knoblauch und die Süß-Sauer-Soße. Alles miteinander verrühren. Zuletzt noch die Frühlingszwiebeln. Und das darf jetzt stehen bleiben für ca. 5 Minuten, bis die Hähnchenbrust durch ist. Und das wird dann mit in die Pfanne hineingegeben. Nach 6 Minuten sieht das so aus und jetzt nehme ich mir die vorbereitete Soße und füge diese einfach hinzu. Sobald die Soße dann dickflüssig ist, ist alles fertig. Alles nochmal schön verrühren und die Herdplatte wieder höher stellen. Nach ungefähr 3 bis 4 Minuten höchster Stufe habe ich das jetzt vom Herd genommen. Das ist alles schön dickflüssig geworden. So soll das genau sein. Nun nehme ich mir meinen gerösteten Sesam und streue diesen oben drauf. Als Beilage gibt es bei uns leckeren Reis.
So, ihr Lieben, und so sieht das Gericht dann bei mir fertig aus. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen meines Videos. Hinterlasst mir gerne einen netten Kommentar oder auch einen Daumen nach oben, damit ich weiß, ob euch das Video gefallen hat. Ich sage jetzt schon mal, bis zum nächsten Mal.